Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, wir sind natürlich immer noch am Start beim Elif-Album und wir hören heute rein bei Menschsein. Falls ihr alle meine Elif-Reactions sehen wollt, ich habe letztens gesehen, es sind über 30 schon. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Checkt gerne meine Elif-Playlist ab, die findet ihr hier oben im i, ansonsten auch auf dem Kanal bei den Playlists. Findet ihr es? Gut. Freunde, ich bin sehr gespannt. Wir hören jetzt rein bei Weißt du, wie es ist? Und wir haben morgen am Start Menschsein. Und ich glaube, beim Menschsein ist 1986 das Feature. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich freue mich auf Menschsein sehr, weil das ist in den Top 3 Tracks, die ihr mir reingeschrieben habt, bei ganz vielen mit dabei. Von daher bin ich umso gespannter. Und heute würde mich interessieren, wo kommt ihr her? Wo kommt ihr eigentlich her? Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe sehr viele Zuschauer aus Berlin und sehr viele Zuschauer aus Süddeutschland. Schreibt mir das mal rein, einfach die Stadt grob, wenn ihr jetzt euer Dorf nicht reinschreiben wollt, kein Problem, die nächstgrößere Stadt, so Hamburg, Berlin, Bremen, Dortmund, Bochum, keine Ahnung, wo ihr so herkommt, Ruhrgebiet reicht uns auch, einfach damit ich checke, so, würde mich super interessieren, deswegen alle mal die 2 Sekunden Zeit nehmen, in die Kommentare tippen, wo ihr herkommt, ich finde das voll interessant. Deswegen, wir hören jetzt rein bei Weißt du, wie es ist, ich freue mich, let's go. Weißt du, wie es ist, wenn man bereut, was man sagt und aus Wut wieder Dummheiten macht? Weißt du, wie es ist, wenn man nachts nicht mehr schläft, sich im Bett über 1000 Mal dreht? Weißt du, wie es ist, wenn man denkt, dass die Zeit das schon klärt, aber merkt, dass man sich nur entfernt? Weißt du, wie es ist, ja, weißt du, wie es ist? Boah, ich mag das gerne, wenn Elif, das macht sie des Öfteren mal, bei, boah, wie hieß der Song? Der Song mit Azad zusammen. Ich weiß es leider gerade nicht, ich komme nicht drauf. Aber bei dem Song, wenn sie so direkt zu uns spricht, so weißt du, wie es ist, wenn sie das so sagt und einen quasi mit du direkt anspricht, das mag ich gerne. Weißt du, wie es ist, wenn man, egal was man tut, das Gefühl hat, man ist nicht genug? Weißt du, wie es ist, wenn man glaubt, dieses Mal hat man Glück, doch es geht 100 Schritte zurück? Weißt du, wie es ist, wenn deine Freunde dich fragen, doch du kannst es ihnen einfach nicht sagen? Boah. Weißt du, wie es ist? Okay, das ist so ein sehr, 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 sehr persönlicher Song, wo, glaube ich, auch jeder von uns so ein bisschen auch hier und da bei irgendeinem Punkt relaten kann. Ja, weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist, boah, wenn der Schmerz bei dir bleibt und nie mehr vergeht? Weißt du, wie es ist, wenn dein Herz immer schreit, es ist nichts okay? Boah, so ein schöner Song. Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist? Boah. Weißt du, wie es ist, wenn der Schmerz bei dir bleibt und nie mehr vergeht? Krass. Weißt du, wie es ist, wenn man versucht, geduldig zu sein, doch am Ende kommt nicht mal ein tut mir leid? Weißt du, wie es ist, man will noch so viel... Das ist auch das, was ich meinte, dieses Album ist vom Aufbau her so schön. So ein Song irgendwie, der ist ganz anders in Relation zu all den anderen Songs. Das ist wirklich einfach, das fühlt sich an wie so ein bisschen wie so ein Tagebuch gerade, finde ich. Wo sie einfach so runtergeschrieben hat. Ein bisschen so fühlt sich das an. Doch man schreibt nicht, denn es kommt kein zweiter Haken. Weißt du, wie es ist, jemand sagt, bin für dich da. Und dann stirbt die eigene Mutter und du rufst noch nicht mal an. Weißt du, wie es ist, ja. Also manche Zeilen hier hitten sehr, finde ich. Weißt du, wie es ist, wenn der Schmerz bei dir bleibt und nie mehr vergeht? Ich finde, der Beat ist auch sehr, sehr passend. Relativ simpel, aber ausdrucksstark. Weißt du, wie es ist, wenn dein Herz immer schreit, es ist nichts okay? Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist, wenn der Schmerz bei dir bleibt und nie mehr vergeht? Auch eine sehr schöne Melodie. Habe ich gut nachgemacht, oder? Danke. Weißt du, wie es ist? Boah, auch noch schönes Piano am Ende. Weißt du, wie es ist? Sehr, sehr stark. Weißt du, wie es ist, wenn man doch einfach nur will, dass die Welt einen nicht vergisst? Boah, ey, eine schöne Endzeile auch noch.
So hat das bis jetzt, glaube ich, mit der, was heißt ruhigste Track, die, mit dem Schlagzeug und so, es kam ja noch ein bisschen Kraft hier rein. Sie wurde ja auch kurz lauter, aber das ist vom Feeling her mit der ruhigste, der persönlichste Track irgendwie bis jetzt, weil er sich, wie ich meinte, ja schon angefühlt hat, wie so eine Tagebuchseite, die sie uns einfach jetzt vorgelesen hat. Irgendwie natürlich ist das alles jetzt noch so ein bisschen als Song verpackt, aber es hat sich angefühlt wie so eine Tagebuchseite irgendwie, finde ich. Sehr persönlich, sehr ungefiltert irgendwie diese Emotionen. Und was ich auch meinte, ich finde, es hat so eine Connection, wenn man den Zuhörer mit du anspricht. So, weißt du, wie es ist? Weißt du eigentlich, wie es ist, wenn das ist? Und man als Zuhörer sich denkt, ey, ich weiß, wie es ist. So, wisst ihr, bei manchen Sachen konnte, glaube ich, jeder von uns relaten. Und das hat sie bei dem Song sehr, sehr gut gemacht, dass man diese Connection irgendwie hat zu ihr. Auch wieder ein starker Song. Also bis auf Lonely bis jetzt jeder Song, dass ich danach dachte, ja, sehr, sehr stark. Und Lonely war auch nur ein, zwei Sachen, die mir vielleicht nicht so super gefallen haben. Ich freue mich sehr auf morgen. Da schaltet ihr hoffentlich auch alle wieder ein beim Menschsein. Vergesst nicht, eure Stadt reinzutippen. Wo kommt ihr her? Also grob, ich will jetzt, das hört sich ein bisschen komisch an, so, wo kommt ihr her? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag heute. Vergesst nicht zu lächeln. Dann sehen wir uns. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.